Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Wie wir da gerade sehen, wir haben 8983 Silage, das ist auch nicht schlecht. Ich habe mir von letztem Mal bis jetzt überlegt, was wir weitermachen. Und ich habe da einen Schlachtplan zusammengerichtet. Also, wir müssen auf Fall 23 düngen. Jetzt einmal und danach ansehen. Das werden wir nachher beginnen, aber zuerst werden wir von bei der Sojafabrik das alles nämlich befüllen, was zu befüllen geht. Und zwar, wir werden da echt voll alles machen, da das nur bis zur gewissen Zeit ja befüllbar ist und danach ist zu und dann können wir noch abholen. Das heißt, wir werden alles, was wir an Sojabohnen da haben, da herbringen. Genauso, was wir an Diesel haben und an Wasser, was wir haben. Alles herbringen. Diesel haben wir aber leider nicht voll, das habe ich nämlich geschaut. Da haben wir gerade mal 3000 Liter was ich drin habe. Richtig, und da werden wir deswegen auch nachher schauen, dass wir da die voll anhauen mit Sonnenblumen oder mit Raps, je nachdem was wir noch haben, dass das auch voll am Laufen ist und vielleicht nachher fuhr Diesel früher oder später umbringen können. Hoppala. Oh, wir haben da auch noch einen Diesel. Das habe ich nicht gedacht. Das ist doch zurück. Wie viel Diesel haben wir da drinnen? Über 1000 Liter. Ist nicht voll, aber der Mensch freut sich, da haben wir die 3000 noch dazu. Für die Sojafabrik, es hilft nichts, ich muss so das machen. Auf Dieselfabrik passt. Und einstellen. Dann hopfen wir aber mal. Du hast einen Hänger. Die schicke ich nur haben. BGA Hof, das passt mir ehrlich gesagt gut da. Einstellen, passt. Und dann, wo ist der andere, der da? Haben wir nicht einen zweiten Hänger noch da war? Wo ist der zweite Hänger? Einer weiß ich, steht bei der Palettenfabrik, und zwar der große Hänger. Aber wo ist der zweite Hänger? Nee, das taugt mir gerade nicht. Wo steht der? Ja, okay, weißt du was, den schick Mobi, der soll düngen. Das ist der große Traktor, der soll düngen. Oh, einfach einstellen. Passt. So, einer durchtrennt die Reifen. Ich weiß ja schon. Wo ist der andere Hänger? Jetzt habe ich den einen eh schon heimgeschickt. Bitte gleich mal da am Akku. Ich muss den zweiten trotzdem heimschicken. So, jetzt passt. Wo ist der eine jetzt gewesen? Der ist da, den schickt man nach Hause mit Waffenkurs. Und der genommen kann den Kurs da nehmen jetzt. Das haben wir eh schon da. Passt. Dann haben wir voll mit den Sojabohnen, einen anderen mit Raps oder Sonnenblumen für unten. Passt, du hast alles Dreh, sehr schön. Und die Kurven.
Jetzt muss ich nur schauen. Am besten mache. Am besten ist ich von da jetzt dazwischen gelaufe. Von Hof zur Sojafabrik, weil da wäre ein Kurs. Ja genau, da passt. Gut, dass ich so viele Traktoren habe. Der steckt den einfach entlassen. Weg tun. Einfach entlassen. Das weg tun. Einfach entlassen. Das kann weg. So. Nehmen wir mal zu Stan. Was ich dafür nehme, ist ja wurscht. Einer fährt halt auch wieder zur Dieselfabrik, einer zur Säuerfabrik. Erst. Und jetzt schauen wir mal. Sonnenblumen haben wir null, deswegen gab's. Ist nicht viel. Scheiße. Du fährst jetzt auch wieder zur Dieselfabrik. Das ich nämlich geschaut gesetzt habe. Wo ist der andere? Und wenn ich keinen Diesel mehr habe, dann muss ich halt einfach einen kaufen. Ich habe genug nachher an sonstige Ernte, was ich die Firmen habe, bei Gold einnehmen, um einen Diesel zu kaufen. Mir wäre halt lieber, wenn ich es nicht nutzen müsste, da ich das lieber, sag schon lieber verbrauchen würde für die Tiere. Ja, dann halt so machen. Das richtige Gerät auswählen müssen. Schaufel bin geht das nicht. So, Hof, Soja, einfach einstellen und sag mir, wenn es da bist. Gut. Dann kommst du. Das frisch auch gesehen, die fällt vor mir nicht. Da wird einer durch den Reifen. Ich komme, ja, ich komme. Warte, was ist denn da los? Driftet schier hoch. So, jetzt hoffen wir schon einmal. Hoffe, er hat ihn da durchdrehen, die Reifen. Ja, da. Einfach entlassen. Tap, tap. Und abladen. Gut. Dann lassen wir gleich da stehen inzwischen. Ist mir wurscht. Ja, da ist schon der nächste. Weil du mich auch da reinstellst. Das wird ja jetzt wieder ein bisschen dauern. Mit dem LKW ist nämlich besser. Was für ihn auf.
Ja, komm. Wirst du mir echt jetzt ärgern, ha? Ich hasse das. Ich hasse es wirklich mit den, mit der Deichsel da einfallen. Bitte schon. Sind auch leider eine. Jetzt. Passt. Gut, damit ist der Auto. Der ist unterwegs. Da bin ich Stempeln da. Wollte es halt noch düngen. Schon mal aufklappen. So, mit dem Düngen durch die Spannweite wie ja schnell fertig sein. So krass ist das Feld auch wieder nicht. Machen wir gleich, komm schon. Müsst ein bisschen warten jetzt. Mach nur das Feld da schnell fertig mit dem Düngen. Dann habe ich wieder was erledigt. Wieder was abgehackt von dem, was wir heute vorhaben. Wir haben erst 12 Minuten in unserer 45-minütigen Aufnahme verbraucht. Das ist nämlich zu warm. So. Ja, auf das geht's ja aus. In Basel. Schaut so verdächtig aus, als wenn sie es nicht auskennte. Ah. Das wird echt. Ein paar kleine Stollenwerke bleiben.
anschauen. Und zwar drei Stellen, wo ich nacharbeiten muss, weil ich nicht so weit gefahren bin. Jetzt habe ich da. Das Gute ist, da kann ich mich schon drüber stellen. Einschalten, ausschalten. Ausschalten. Passt. 8% haben wir noch. Was noch? Was habe ich? Jetzt sicher. Irgendwo da noch. Und ja. Passt. Reicht. Reicht, reicht, reicht. Der kann zusammenklappen inzwischen. So. Noch entlassen. Braucht schon aus, das heißt, sie produziert schon wieder. Das ist fein. Und abladen. So, damit hätten wir eigentlich die Sojabohnen, das was ich vorher gehabt habe, die Dieselfabrik, das haben wir alles gemacht. Damit brauchen wir nachher nur mehr noch eigentlich das eine Feld aussehen und dann hätten wir alles, was wir brauchen. Ein Wasser bringe ich nachher noch her, das können wir noch machen. Einstellen, passt. Wenn wir mal das Mäus wieder heimschicken. Fertig zusammenklammern. Klappen. Auch du wirst nach Hause geschickt. Dann, ja, die schon gemacht haben. Der Diesel, Diesel. Oh, Dieselfabrik. Oh, fast. Anstellen. Passt, und auch du wirst nach Hause geschickt. Habe es geahnt. Passt. Jetzt hänge ich da an auch. So, ja, weil der super hier braucht, gell? Ich brauche einen zweiten LKW, damit ich den Deichsel los wird. So, irgendwie sind die gekommen, da der da einfach entlassen. Also, danke, du fährst Klaviere wie Sposchen. Eingelagert. Steht dir der nächste auch schon. Was? Einfach entlassen. Ab. Der ist unterwegs, der ist unterwegs. Oh.
Aussteigen, waschen, eine. Ich weiß, sie brauchen noch einen, noch einmal. Und da der Düngerdings da, der ist ja gerade das Kapital. Aber ich mache schon alles mit dem, weil es schneller geht und weil ich genügend eigentlich durch die Kühe und so an Dünger kriege, bis zu bewirtschaften. Was, dann fahren wir da noch mal drüber beim Vorher. Oder beim Richter. Sauber. Echt. Passt. Waffen ist noch gekommen, der da Abfahrer entlassen. Ist wurscht, stellen wir den da jetzt einmal ein. Auch so passt. Passt fertig. Irgendwie hat er es noch immer unterwegs. Passt, dann kommt der da. Länge brauche ich nicht. Können wir mal waschen. Hoffe, ich stehe gerade nicht zu weit weg. Dann schauen wir mal, was weitergeht. Eigentlich müsste ich mit dem nachher zu die Olivenfalter fahren. Den die eigentlich hier gleich mal auch noch schicken. Das wird dann von unserer nächsten aufkommen, Olivenplantage. So wie die Opferplantage. Das machen wir mal sauber. Schaufeln wir. Passt. Das passt, passt. So, jetzt haben wir mal der Water da, den muss ich nur deaktivieren. So, das ist der Forscher. So ist er. Den da will ich haben. Da ist mein Maus, da ist er. Auch diesen jenen werden wir jetzt einmal schnell wegwaschen. Zuerst.
schicken wir dann dort hin oben. Feld 30. So, wenn es da ist. Gut. Das war's, der unteren Sachen, den werden wir nachwaschen. Jetzt nehmen wir, der ist frei im Case. Nehmen wir die Sämaschine, weil mit dem werden wir unten jetzt das letzte Feld aussehen. Was wir aussehen, weiß ich noch nicht. Und es wird schon sein. So da. Das nehmen wir auch gleich. Okay, die Kurven. Und dann werden wir auffüllen und bringen wir auch zur Sojafabrik Wasser. Wenn wir uns kaufen, ich glaube auf dem Weg liegen ein paar Brunnen. Mal schnell die Karte aktivieren. Die Karte. Ah, da die Karte. Wo haben wir den Brunnen? Wird beim Shop dazu. Dann haben wir die Säuerfabrik echt alles, was wir kennen, aufgefüllt. Ich muss nachher noch einmal schauen, wie viel Gold wir brauchen fürs Ernten, für die Erntemaschinen von den Kartoffeln. Die muss ich mieten. Wie viel Gold habe ich gerade nicht? Dann könnte ich eventuell als Dieselfassel auch noch einmal voll machen, dass ich dann Diesel an der Tankstelle kaufe. Das müsste normalerweise funktionieren, damit die Säuerfabrik auch auffüllen, solange sie anliefern lässt. Irgendwo da rechts sollte ein Brunnen sein. Tatsache. Gut. Fahrer entlassen. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Abfahrer entlassen. So. Dann machen wir kurz um. Dann schauen wir mal, was wir da ansehen. Ich habe Angst, dass ich bei den Kartoffeln hängen bleibe, aber so bleibe. Warum ist das Gewicht da schon wieder unten? Ich denke, wir wieder. Meine Güte, das soll noch aufhören. Das habe ich wieder nicht überzuckert, aber vielleicht geht es aus. Was sehen wir denn überhaupt auch? Was haben wir für Möglichkeiten? Hopfen, Sonnenblumen,
machen wir nachher, falls anderen Blumen für die Dieselfabrik. Das Säuerbohnen. Haben wir irgendwo jetzt schon Säuerbohnen aufgesetzt? Ich weiß es nicht. Fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Sojabohnen. Ja, ein 14er. Dann machen wir das 23er noch einmal mit Sojabohnen. Noch das 2er mit Sonnenblumen. Machen wir so. Jetzt besser. Ist glaube ich besser. Du darfst dich entfalten. Feld 23. Aktuelle Fahrzeugposition. Vorgewendet sich mal 3 Stück. Passt. Ja. Schick wie schief gehen, oder? Ich weiß zwar nicht warum, aber auf Anhörhege gerade ein bisschen schlecht. So, da haben wir das Wasser und das bringen wir jetzt noch mit zur Sojafabrik. Das klatschen wir nämlich vor, haben wir gesagt. Dann haben wir heute einiges geschafft. Und jetzt haben die nächsten Firmen auch. So, wie kommen wir am schnellsten zur Sojafabrik? Aber wenn ich hinten etwa die Tankstelle ist, glaube ich, durch bevor. Ja. Das überholen wir nur, weil es kein Schiff gegangen. Also so fahren. Da, wenn die Paletten muss ich auch schauen, ob ich nicht nachfahren muss. Suppi. Jetzt passt. Gut. Jetzt haben wir einen Tobenstein. Jetzt 145. Aber jetzt müssen wir den Traktor herschicken. Am besten mit dem Baum. So frei zu haben. Was blöd denn gerade wieder sich? Wollte nicht wieder was anderes sein. Und zwar. Kartoffeln an die Maschine. Die Mieten 34.000, zu teuer. Das. Entschuldigung. Mieten 8.000. 700, sagen wir also 9.000. Ja, das haben wir. Dann zieht man nicht da herumlang. Herum.
der Tankstelle zur anderen Tankstelle. Ist eigentlich wurscht, fahren wir zu der. Nur durch den Ausgang können wir gescheit einnehmen. Außerdem haben wir dann lange Ruhe, wenn das voll ist, einmal die Säurefabrik. Oft nur ist passiert, dass ich kann man nicht mehr eifern können und dann steht sie lang herum, ohne zu produzieren, ohne gewinnbildend zu sein. Das ist gerade nicht das, was ich mache. Ein bisschen tut's ruckeln gerade. Keine Ahnung. Mal 10.000 schalten wir mal ab, wir fahren mit 10.000 Kosten. Und? Bleibst du mir bitte die Ausgaben? Scheibe nicht. Fünf, 7.000 Liter sind 10.000 Euro. Haben wir jetzt 7. Ja, ich muss leider 9.000 Gulden. 34.000. 34.000 für 17.000 Liter. Also doppelte. Jetzt fast sagen. Schönen Brenner gemacht. Aber dafür haben wir eine längere Zeit bei der immer Ruhe. Weil wir nicht alles so mitbringen zur Dieselfabrik, fällt mir gerade ein. Es gibt dann auch eine Firma, was gerade noch Diesel schreit. Die Ölfabrik. Da bringt man immer kurz Geld. Ja, nicht schlecht, wenn sie sowas hat. Sie damit schon wieder direkt keinen kaufen mit. Eiche. Aber es kommt ja noch ein schöner Goldsegen durch die Silage und die ganzen Produktionen von den Firmen. Ich will halt eventuell warten, bis ich das Gold wirklich in Auto habe oder brauche. Was ich eigentlich hier habe, plädiere auf, aber ich würde gern warten immer bis zum Bestpreis und dann verkaufen. Inzwischen halt nur immer auf Zeiten tun, dass die Plätze frei sind, dass damit er produzieren kann. Das wäre halt schön. Das wäre schön. Das Überholmanöver hat funktioniert. Er braucht nicht. Kann ich das. Sonnenblumen bzw. Dings. Rapsöl. Der wird bald einmal zu Stillstand kommen, weil ich auch nichts mehr zum Eifern habe. Da ist das Salz auch leer. Meine Güte. So, jetzt.
passt. 5000 Liter müssen reichen. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich glaube, ich habe da drüben jetzt nicht verschoben. Schaut gut aus. Das bringen wir jetzt zur Säuerfabrik noch. Müssen wir uns ja um die anderen Firmen auch noch kümmern. Wieder um unsere Tiere noch genau. Und gut. Und bei der Zeitpunkt war ja um unseren, wo wir ernten, aber wir sind 24 Stunden oder was das ist. Keine Ahnung, wie lange das nämlich dauert, bis das erntereif ist. Das Abernten von den Kartoffeln, wenn wir alle erntereif sind, das dauert ja noch eine Ewigkeit. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen geschehen. Rummel ist auch fertig, das passt mir gerade sehr gut. Da. Da streicht das ein Wassertank da raus. Also du hast jetzt noch genug zum Produzieren, also Zempern brauchst du mal sicher jetzt nicht in nächster Zeit. Gut. Na, da, du mein Freund. Du sagst, du bist fertig, das glaube ich da erst wenn es sich, aber ich glaub's da nicht, das ist schon. Wenigstens ist es eben mit dem Zeitpunkt ausgegangen. Noch ein Fetzel und dann haben wir es. Laktose, Milchpaletten voll, das freut mich zu hören. Zum Klappen. So, aber für heute war es das dann wieder. Dann stellen wir da kurz aus. Kleines Resümee, was haben wir vorgehabt? Säuerfabrik hoch Ocean. Haben wir gemacht, wir haben es so viel wie möglich eingefüllt. Das sind eigentlich, wenn wir schauen, wir schnell bei der Säuerfabrik jetzt alles auf gut 50%. Nein, ich will da nicht bei den einsteigen, ich will nur die besuchen. Also 60%, 57% und 83%. Schweinefutter haben wir 66%, das passt auch, das kann ich auch mitbringen. Das brauchen wir nachher immer wieder. Das ist einmal gut. Dünger kriegen wir da auch nämlich nachher.
Das passt. Wir haben auf Feld 23 jetzt da fertig. Das müsste fertig angesehen das sein. Oder besser gesagt, das haben wir. Und mit der Düngestufe müsste da alles passen jetzt. Ja, perfekt. Damit haben wir alle Felder fertig, bis aufs Zweirad. Da müssen wir noch warten, bis es komplett fertig erntereif ist. Zum Teil ist schon immer sicher, nicht 100%. Was haben wir noch heute vorgehabt? Dieselfabrik. Ja. Was wir haben, haben wir eingefüllt. 16.000 ist noch drin, was er produzieren kann. Ich hoffe, dass es ausreicht, dass wir auch einiges an Diesel kriegen, weil jetzt haben wir es nicht kaufen. Das, wie wir gesehen haben, schweineteuer. Okay, das heißt, beim nächsten Mal die Firmen ein bisschen abchecken, die Olivenbäume, die Äpfelbäume, die Firma Comida habe ich inzwischen gelesen, braucht das Salz und die Milchpaletten sind auch voll. Wie schaut's aus mit dem Preis für die Milch? Was nachher direkt verkaufen? Nicht? Das Logo stand 0. Gut. Die Milch jetzt. Bin ich wahrscheinlich vorbei, weil ich mich so auf das Salz gerade konzentriert habe. Ah, da, das ist nicht Milch, ist ja Käserei-Dings. Ist noch steigend. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, das haben wir noch einfach auf Seiten. Wenn dort Höchststand ist, verkaufen wir's. Ein Lidl wäre gerade Höchststand, aber da sind wir beim Lupa schon höher, aber der steigt noch. Das ist einmal gut. Salz haben wir echt gut. Was mehr? Ein kleiner Lager, nichts mehr. Nein. Und jetzt. So. So. Na, falsch. Da, wo ist denn da? Zucker im Hammer. Zahl. Stroh haben wir noch. Sehr gut. Oh, okay. Ist alles schlecht. Jetzt müssen wir schauen, noch, dass wir bei das Destillieren ganz herkriegen. Was noch schauen wollt. Ölfabrik suchen. Ist da? Der sollte eigentlich da Spreu bringen, hat es aber noch nicht da. Keine Ahnung. Ob ich da was umschalten muss oder was. Ja, da ja nur Licht ein- und ausschalten. Normalerweise hätte er da Spreu sollen bringen, das hat er nicht braucht. Das, was wir aber schauen müssen, ist, wenn wir bei der unteren Firma, bei der Tabak haben wir sowas auch. Ich weiß, ich tue gerade. Bei den Schafen. Ja, das müssen wir dann auch freiräumen. Das haben wir gleich noch frei. Das sind zwar schon ein paar 50 Minuten. Aber da haben wir sowas noch. Genauso wie bei der Likörfabrik. Da ist eine Spreu. Und Likörfabrik. Schauen wir mal schnell. Ist das nämlich auch Spreu oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, schnell da einfach rein schon was schreiben. Ist auch Spreu. Jetzt ist die Frage, für was ist das Spreu gut? Was ist das Spreu gut? Ist es gut zum Düngen? Oder ist es gut für. Oder könnte ich das bei den Schweinen reinhauen als Futter? Damit darfst du weiter produzieren, mein Freund. Wo
was da nicht zusammengehört. Passt. Aber jetzt habe ich echt lang genug gefaselt. Das sind schon ein paar 50 Minuten. Wir haben jetzt einen circa Überblick. Ich hoffe, ich vergesse es nicht bis zur nächsten Folge. So, das nicht mal. Gut, und in diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.